Wenn wir jetzt rausgehen, haben wir 2 Stunden Zeit. Nicht heute Abend im Hotel, nicht morgen im Zug. Heute, jetzt. 2 Stunden, Eintracht Frankfurt International. Lächeln ist krass, ne? Ja, geil, so ein Sunshine. Hast du das an in Trainer. Drei Ecken, wir spielen auch mit. 5 gibt Zeit, die Torhüter machen mit. Übrigens, ja, der Matteo freut sich drauf. So, dann zum Andi, 10 Minuten. Dann kommen wir hier wieder 2 Mannschaften, die Torhüter gegen Fadi. Bisschen jagen, 8 gegen 2, 8 gegen 3. Immer ein bisschen jagen, immer wieder so 15 Sekunden, 20 Sekunden maximal. Immer wieder ein Wechsel. Erklären wir euch später. Dann zwei Gruppen. 6 Leute gehen zum Ralf, 10 kommen zu mir, Abläufe. Bei der Defensive mit Ralf, bei mir in der Offensive und dann ein Spiel 8 gegen 8, dann nehmen wir so mal 8 bis 10 Minuten. Okay? Wir haben dann eine Reise gehabt, mit dem Zug, 3,5 Stunden. Dann sind wir hier im Hotel, kurz hier 1 Stunde 10 trainiert, ein bisschen ein paar Abläufe, ein bisschen die Defensive, ein bisschen Offensive und dann die Jungs sind schon für morgen bereit. Du hast die Reise angesprochen, es ging ja dann doch 3,5 Stunden ungefähr. Wie waren die Jungs jetzt trotzdem hier beim Abschlusstraining? Waren sie fit, waren sie gierig? Sehr, sehr gute, positive Stimme. Natürlich, wenn man jetzt hier so eine Möglichkeit hat als junger Spieler, ich hätte gerne auch früher sowas gerne haben können, in der US League zu spielen und dann auch gegen eine Mannschaft, die ja hier sehr, sehr guten Fußball spielt, die in Holland auch sehr gut in der Jugend ist und von daher kann man immer mit dem Besten messen. Wir haben in unserer Gruppenphase sehr, sehr gut präsentiert, auch in Tottenham und gegen Marseille und Sport in Lissabon. Und wir wollen morgen da genau das abrufen, was wir auch in der Gruppenphase gespielt haben. Und wir wollen aggressiv gegen den Ball arbeiten, weil es, wie gesagt, eine technisch gute Mannschaft. Wir müssen gut stehen und dann natürlich auch unsere Möglichkeiten auch nach vorne zu haben. Aber auch, wir wollen auch den Ball laufen lassen. Wir wollen auch den Ballbesitz Fußball spielen, dass wir uns auch mal diese Aktionen von Alkmaar auch unterbrechen. Wo genau siehst du die Stärken von RTL Alkmaar? Worauf kommt es für euch an? Ja, wir wissen schon alle, wie der holländische Fußball ist. Es ist immer wieder sehr, sehr viele Ballbesitze. Wir haben auch da in 2, 3
Die Videoanalysen da in Alkmaar sehr gut analysiert. Die spielen auch einen sehr riskanten Fußball. Ja, mit technisch guten Fußballern. Aber genau da kommt darauf an, dass wir uns sehr aggressiv gegen den Ball arbeiten und auch diese Umschaltmomente haben, dass die in der Defensive die Räume, dass sie uns zugeben, dass wir auch dann ausnutzen können. Wir drücken die Daumen. Danke. Eddie. Vielen Dank. Dankeschön. Die andere Seite. Oder vielleicht lässt er hier in der Mitte fallen, auf dich klatschen. Und die Ecke kommt. Oder verlagern. Immer einer von euch als Anker. Anker. Immer. Anker. Und dann müsst ihr rufen, wenn ihr seht, dass wir nicht durchbrechen können. Erzählt die Bälle. Du bist Kolbe. Ein Spiel. Wo ist das Kolbe? Okay, mein Junge. Wenn 17 waren, ist alles gut, dann passt. Aber ich glaube nicht, wir waren 20 Bälle, oder? 17, was ist das für eine Zahl? Habe ich noch nie gehört beim Bällen 17. Entweder 18, 22. Sam, wo ist dein Ball? Du hast doch einen weggeschossen. Ja. Okay, jeder 50, jeder 50 schon. Ihr spielt doch Champions League, habt doch gut Geld. Komm, gehen rein. Mir ist warm, weißt du, weil ich Fieber, weißt du? Ich will mitspielen. Hast du Keynote? Guck einfach, wie du geradeaus. Jungs, haben wir vorhin mit Ralf gesprochen. Ist irgendwie immer, auch wenn wir so viele Spiele und, aber jedes Mal, wenn ein Spiel kommt, besonders jetzt als Trainer, so immer so ein Kribbeln da. Ja, natürlich auch noch diese US League, was ihr, habe ich euch am ersten Tag gesagt habt, ihr, Matteo, dass wir jetzt heute hier sind, habt ihr alles alleine, mit uns zusammen, ist klar, bei ihr auf dem Platz, in der Gruppenphase richtig geilen Fußball gespielt, erfolgreichen Fußball gespielt und heute wollen wir weiter. Wir wollen eine Runde weiter. Aber das geht nur, wie ihr das alle in alle Spielen gemacht habt, mit Leidenschaft, Kommunikation auf dem Platz, Zusammenhalt, alle für den anderen was zu tun, auch die, die auf der Bank sitzen,
die auch wenn er reinkommt, das ist mir sehr, sehr wichtig, dass es Stimmung ist, dass wir alle hier zusammen, die auf der Tribüne auch, für uns, für unseren Eintracht alles geben. Und das ist erstmal basic. Und dann kommt Struktur im Spiel. Natürlich wollen wir kompakt stehen. Wir haben gesagt, was haben wir gesagt? Was ist wichtig? Erster Satz, was wir gesagt haben, was ist wichtig? Wo fallen die Tore? Wo ist das Tor? In der Mitte. Und die Mitte zu haben. Einfach zu. Und wir wollen auch Fußball spielen. Wenn wir den Ball hier gewinnen, dass wir uns auf den Mann hier, den Ball fernen, sofort umschalten können. Weil er immer meistens frei ist. Okay? Dario. Und das gehört viel Kommando. Viel Kommando von den zwei Verteidigern und die zwei Sechser. Die ändere coacht den Vorderen. Geh drauf, ich sichere dich ab. Geh drauf, ich bin da. Wir müssen dahin gehen, in zwei Kämpfe den Zweikampf zu gewinnen. Und nicht einfach, ich gehe dahin, naja, ich guck mal was. Nein, ich gehe mit dem Ziel, den Zweikampf zu gewinnen. Und wenn ich den Ball habe, der Ziel ist, ich will den Ball nicht verlieren. Weil wir wollen auch Fußball spielen. Wir wollen nicht die Bälle gewinnen und einfach weghauen. Weil dann irgendwann kommt immer Druck, 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 Druck und wir können nicht 90 Minuten einfach nur verteidigen. Das geht nicht. Ansonsten mutig Fußball spielen, gutes Umschaltspiel, Gas geben, von erster Minute an zeigen, wir sind eklig, von jedem Zweikampf. Ja? Den Medi mit allen Freiheiten, das heißt nicht mit allen Freiheiten, gegen den Ball, Struktur, mit Ball, alle Freiheiten. Du kannst gerne kommen, du kannst gerne entgegenkommen, du kannst klatschen lassen, dein Techniker braucht den Ball, du kannst in Halbräume gehen, alle bereit. Und dann hauen wir die weg. Okay, Jungs? Von euch was? Bob? Du kennst die, ja? Okay? Ja, Jupp, bereit? Ja. Dann gehen wir raus. Bereit? Hey, Bamudi. Brauchen dich als Unterstützung. Draußen. Ja, wenn du halt verstanden bist, dann ist es wahrscheinlich wieder.
Laufen, Jungs, fertig werden. Wo müssen wir raus? 3 Minuten. 4 Minuten. 53. Straight behind mein Kopf, mache Geld nicht nur Ressource. Meine Bibliothek wird groß. All die Ladies sind mein DMs. Bereits hier mein DMs, schicken Herz von mir. Aufstehen, komm! Ein bisschen leiser, Medi. Nicht, warte. Das ist Dario. Komm, Männer. Komm, es ist ein Spiel. Wir gewinnen das. Redet miteinander, redet. Kommuniziert, wir müssen zusammen nach vorne, nach hinten, kompakt. Helft euch einfach, es ist ein großer Platz. Schießt, lasst den Ball laufen, auch nicht immer direkt nach vorne, sondern auch mal nach hinten spielen. Es wird sehr viel Laufarbeit, aber lasst uns rausgehen, lasst uns gewinnen und lasst sie auseinander gehen. Kommt, komm. Komm, Jungs. Lauter. Komm, Jungs. Lauter. Komm, Jungs. Lauter. Komm, Jungs. Was hört ihr? Eintracht Frankfurt International. Ne? Ich sehe hier nicht U19, U17, U15, U21. Ich sehe alle mit den Farben, mit dem Wappen. Jungs, heute ist Arbeit. Ich will nicht hören, ich will gewinnen. Ich will hören, ich will alles dafür tun, zu gewinnen. Und alles dafür tun ist hart. Das tut weh. Und wenn es weh tut, denkst du an Philipp Kostic in Sevilla, 80 Grad, über 16 Kilometer. Wenn es weh tut, denkt ihr an Sebastian Rode, 120 Minuten mit Platzwunde. Ihr wart fast alle mit dabei. Die Profis haben uns gezeigt, was es heißt, Eintracht Frankfurt International. Wenn wir jetzt rausgehen, haben wir 2 Stunden Zeit. Nicht heute Abend im Hotel, nicht morgen im Zug. Heute, jetzt, 2 Stunden, Eintracht Frankfurt International. Das tut weh, dem Gegner. Das ist scheiße, gegen uns zu spielen. Aber es gibt einen Sieger. Und das sind wir. Und jetzt raus! Komm, ja! Thank you.
nicht, was los? Lies für euch auf dem Platz. Sag mal kurz. Wir gewinnen den Ball und direkt verlieren wieder, weil die super Gegenpresse. Wir gewinnen den Ball und dribbeln direkt viel, anstatt kurz rauszuspielen, verlagern. Wir müssen schneller passen, schneller verlagern, sonst. Das ist schwer, weil meistens bin ich oder mir, oder sowas. Ich weiß immer, ne? Ich weiß. Ja. Ich weiß, dass es schwer ist, auch für die offensiven Leute, wenn du nochmal da vorne. Das ist schwer, ich weiß nicht. Wir sind eine gute Mannschaft. Wir sind eine richtig gute Mannschaft. Wir haben sehr viele Positionswechsel da und wir dürfen nicht mit den Leuten mitgehen, weil reißen wir immer Löcher. Wenn er Anfang des Spiels war es so, dass wir immer auf der linken Seite oder rechten Seite von dem Riesenprobleme hatten mit der Nummer 11. Riesenprobleme. Wir müssen aus Taktik einfach ein bisschen denen keine Räume lassen, weil sie sind technisch gut, wir sind auch nicht griffig genug, das muss man ehrlicherweise sagen, weil wir haben oft die Situation auch vor unserer Bank, wir sind drei Schwarzen, einer von denen rot, der zockt da raus. Da müssen wir Aggressivität reinbringen. Und wenn wir einen Ball haben, müssen mehr zutrauen, Fußball zu spielen, Jungs, weil sonst rennen wir die ganze Zeit nur hinterher. Wie eine Aktion nur, hast du kurz gesagt, dann verlagern, das ist schon gut. Das rennen wir die ganze Zeit hinterher. Und wenn es so eine Chipball hinter die Kette, es geht immer oder öfter. Macht nicht so viel, dass wir immer verlagern müssen, ständig. Wenn es Situation ist wie der Daniel, einfach ein Schickball blind mit der Links, mit der Liga. Aber die Außen kommt direkt nach innen, dann Ennis zu helfen, weil er ist schon alleine. Okay? So, zweite Sache, was wir ändern. Fünf, die Bayo. Not go there. You come here and for this position you are attacking. Not here and have the space. And this guy have two against one mit ihm, ja? Da müsst ihr mit da helfen. Und wenn wir einen Ball haben, Jungs, es muss auch mal in der Lage sein, steil, klatsch, tief und nicht ständig einfach die Bälle verlieren, weil sonst haben wir, so wie es ist, wir müssen mehr zutrauen, bis Fußball zu spielen. Zweikämpfe annehmen, aber aus der Ordnung. Nicht einfach blind loslaufen, Räume lassen und dann, die gehen immer aus der zweiten Reihe, wie auf das zweite Tor. Da kommt der linke Verteidiger hier komplett durch uns. Wir müssen in der zweiten Halbzeit viel mehr tun, weil sonst, das ist sehr, sehr schwer. Und wir müssen trauen nach vorne auch zu spielen. Okay? Verstanden? Jungs, hey, was ist los? Das ist einfach so, Champions League. 2-0, ja, okay. Aber was ist los? Köpfe hoch, hey, spiel doch mal Fußball, ist doch scheißegal. Ihr seid auch zu lernen hier, hey. Ist doch scheißegal. Spiel doch einfach Fußball mit Courage und ich will den Ball haben. Und nicht da verstecken oder so, ich habe einen Fehler gemacht. Wenn so denken, dann braucht ihr keinen Fußball zu spielen. Hab Persönlichkeit, geht auch draußen, na und, dann sind die besser, okay. Hand drauf, sind die besser. Scheiß drauf, aber ich gebe alles. Und ich gehe nicht zum Ball so. Ich will den Ball festmachen, ich will den einen umhauen. Okay, gelbe Karte, muss aufpassen. Auch wenn die aufpassen. Weil war fast gelb-rot. Müssen wir aufpassen, okay? Komm, das zweite Mal. Okay, das wollte ich immer wieder weg von dir. Wo ist meine Jacke? Ich weiß,
genauso wie bei euch auch. Für mich ist es ganz, ganz schwer. Natürlich, da 5-0 wird sich so, ja, das Ergebnis sehr, sehr deutlich. Ja, aber wir haben auch verdient, mal ein oder andere Tor zu schießen. Ja, das wisst ihr schon ganz genau. Natürlich sind sehr gute Gegner. Es ist auch so eine Sache, ihr müsst auch sehen, Jungs, habe ich euch in Halbzeit bisher gesagt, wo die sind. Und da wollen wir auch hin. Ja, ich weiß schon auch jetzt Enttäuschung und um, aber nehmt das mit als Lehre für euch, dass ihr sagt, hey, wie viel ich tun muss, dahin zu kommen, wie viel tun muss, in der Profigeschäft dahin zu kommen, weil ich bin Fußballprofi, ich bin einfach Frankfurt-Spiel, oder. Lernen, jeden Tag muss. Und nicht nur heute freuen, ich nehme mal meinen Landsmann hier, der dritte Brand heute, das sehe ich. Klar, warum spielt er da nicht, wenn er so. Aber der muss brennen auch gegen den FSV, wenn wir Freundschaftsspiel haben. Darum geht's, Jungs. Im Training musst du brennen. Und nicht, oh, heute habe ich US-League-Spiel und morgen ist der nur der Spitzenrat. Nein, jeden Tag, wenn ihr weiterkommen wollt. Ich gebe euch nur einfach vom Herzen, von alles für euch. Und jetzt, ab morgen, direkt, morgen früh, wir denken nur an Trier. Jungs, wir müssen mit der U19 Trier sein. Ich sage euch, das ist sehr, sehr wichtig für den Verein. Sehr wichtig. Wir müssen alle zusammenhalten. Das ist alles. Heute haben wir keinen guten Tag gehabt, ein bisschen kein Glück gehabt und dann ist es. Aber nimm das bitte mit für eure Zukunft. Das wollte ich euch nicht sagen. Okay? Die Saison war eigentlich überragend von uns. Das hätte auch keiner geglaubt, dass wir so weit kommen. Aber jetzt mit diesem Ende, das hat sich keiner gewünscht, auch keiner gedacht. Wir hatten das irgendwie im Gefühl, dass wir gewinnen, aber wenn es halt so kommt, kommt es halt so. Aber im Allgemeinen war es jetzt eigentlich eine sehr, sehr gute Erfahrung für uns alle, für die Jüngeren, für das ganze Staff. Und mal sehen, vielleicht nächstes Jahr wieder.